Scharping war da gar nicht mehr zu beruhigen. Schröder ist doch egal, was über ihn erzählt wird, aber Scharping. Er war da eh noch sauer, weil alle so gelacht haben, als er Verteidigungsminister wurde. Ja, sie lachen da immer noch. Das kann man mit so einem Mann wie dem Scharping nicht machen. Der war so stinkig, das mussten die Serben dann büßen. Rudolf Scharping war die Witzeleit, der wollte der Welt beweisen, dass er ein richtiger Mann ist. Und das war unglaublich, wie Rudolf Scharping letztes Frühjahr innerhalb von 4 Wochen in der öffentlichen Meinung von einem anerkannten, opportunistischen Waschlappen zu einem Staatsmann mutiert ist. Das war Wahnsinn. Das sind Karrieren, die sind nur im Krieg möglich. Jeden Abend Rudolf Scharping in der Tagesschau mit seinem Moralorgasmus. Immer schön die Bilder mit den aufgeschlitzten Leibern aus dem Kosovo. Auschwitz, Auschwitz, ethnische Säuberungen. Ein anderes Gesabber kam aus dem Hufeisenschädel ja nicht mehr raus. Dabei war es ja gar kein richtiger Krieg. Nee. Aber bei uns sind da gar keine Bomben gefallen. Habe ich von Krieg was anderes gehört. Auch Schröder hat ja noch 14 Tage nach Beginn der Bombardierung Belgrads gesagt, wir führen keinen Krieg. Aber es kann notwendig sein, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Das nennt man Schrödern. Eine ganz bestimmte Art zu denken, das ist wie Schreddern. Kann man leicht lernen. Es ist, als wenn ich sage, wir streichen die Wand da blau, es kann aber notwendig sein, dass wir gelbe Farben nehmen. Wir machen die Rente ab 60, aber es kann notwendig sein, dass sie bis 70 dafür arbeiten. Heißt aber dann ab 60 Rente, nicht mehr Gehalt. Sie lachen, warten Sie mal ein paar Jahre. Die SPD hat die einmalige Chance gesehen, mal nicht zu spät zu kommen mit den Kriegskrediten. Auf der richtigen Seite zu stehen, es war für uns alle eine völlig neue Erfahrung, mit moralischer Rechtfertigung Bomben auf unschuldige Menschen zu schmeißen. Man hat sich sofort zielsicher hinter die moralische Instanz der Welt geschart, hinter Bill Clinton. Es ging ja nicht um Frauenrechte im Kosovo. Es ging um Menschenrechte. Was die Amerikaner unter Menschenrechten verstehen... Schon mal was von Teilmengen gehört? Was die Amerikaner unter Menschenrecht verstehen, wissen wir auch alle. Das amerikanische Menschenrecht heißt zum Beispiel, dass 16-jährige junge Leute ohne Probleme am verkaufsoffenen Sonntag bei einem religiösen Fundamentalisten eine halbautomatische Maschinenpistole kaufen können, um dann montags morgens die halbe Schule niederzumähen. Jede Woche ein Amoklauf. Sie fragen sich, warum die so wenig Arbeitslose haben. Da haben sie auch keine Probleme mit überalterter Lehrerschaft. Von den Amerikanern können sie lernen, was mobile Gesellschaft wirklich heißt. Schnell auf den Beinen sein. Die haben die Sache im Griff. Die Hälfte ist tot, der Rest ist im Knast. Da haben sie wenig Probleme. Auf die Bevölkerung umgerechnet sitzen in den USA 6-mal so viele Menschen im Gefängnis wie bei uns. Bei uns sind das Sozialhilfeempfänger. Das ist dann nur anders organisiert. Und damit alle Menschen auf der Welt ihre Menschenrechte so leben können, wie die Amerikaner das in ihren Slums tun, dafür haben wir doch im Kosovo gekämpft, oder? Ja, und damit das Menschenrechtsfeeling aufkommt, muss man es erstmal slummäßig herrichten. Es sind nur militärische Ziele bombardiert worden. Die Zivilisten sind geschont worden, das wissen Sie. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision, das ist das Tolle, die können aus 5 Kilometer Höhe, selbst verbotene Splitterbomben, können die aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Ja, wenn da einer blöd beiseite springt, dann kann man jetzt nichts machen. Das sind nur militärische Ziele bombardiert worden. Brücken, Fabriken, Kraftwerke, Fernsehsender, Krankenhäuser, als Flüchtlingstrecks getarnte Panzerkolonnen, als strickende Omas getarnte Elitesoldaten. 2 Tage vor Kriegsende hat man die letzte unabhängige Tabakfabrik Südosteuropas kaputtgeschossen. Kriegswichtiges Gerät. Ohne Fluppe kein Kampf. Auch dieser Teil der Welt wird jetzt von BAT beliefert. Test the West. Viele haben den Amerikanern damals Doppelmoral vorgeworfen. Ich sage immer, ach, Doppelmoral hält länger. Da bin ich ganz katholischer Bischof. Andere haben gesagt, okay, den Albanern wird geholfen, da kann man drüber diskutieren. Aber wenn denen geholfen wird, warum ist den Kurden nicht geholfen worden? Die Türkei hat Millionen von Kurden getötet. Tausende von kurdischen Dörfern im Erdboden gleichgemacht.
Verglichen damit sieht es im Kosovo aus wie im Freizeitpark. Warum hat da keiner was gemacht? Warum ist da nichts passiert? Und da müssen Sie nicht so entsetzt gucken, da müssen Sie differenzieren. Dafür haben wir Politiker. Dafür haben wir Joschka Fischer. Da brauchen Sie einen Taxischein, sonst blicken Sie gar nicht durch. Ein Taxifahrer weiß zum Beispiel, es kommt nicht nur auf das Fahrtziel an, es geht vor allem um die Kundschaft, die dahin will. PKK, UÇK, dasselbe Fahrtziel. Terrorakte gegen eine Regierung im eigenen Land, die gewählt worden ist. Nur PKK, Terroristen, UÇK, Rebellen. Die UÇK hat bis heute keine deutschen Autobahn blockiert. Für Taxifahrer ganz wichtig. Und die PKK war ziemlich blöd, die haben sie mit einem NATO-Partner angelegt. Türkei ist ein NATO-Mitglied. Eine Vergewalt in der eigenen Familie zeigen sie auch nicht einfach an, da gibt es doch Hemmschwelle. Bisschen Moral muss bleiben auf der Welt. Da hätte Milosevic sich an die Regeln halten müssen. Erst in die NATO eintreten, dann die Albaner ausrotten. Da hätte Schröder gesagt, na Slobo, alter Sack, wie viel Panzer brauchst du? Andere haben gesagt, okay, mit den Kurden verstehe ich. Was ist mit Tschetschenien? Die Russen haben Tschetschenien in Schutt und Asche gebombt. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Auf der Jagd nach Terroristen. Mit derselben Begründung hätte man zu RAF-Zeiten ganz Berlin in Schutt und Asche bomben können. Warum hat da keiner was gesagt? Wo war eigentlich Rudolf Scharping mit seinem Moralorgasmus? Wo war er mit den Bildern? Von der zerbombten Entbindungsstation mitten in Grozny, letzten Oktober, als gar kein Krieg war, als die Russen nur offiziell Terroristen jagten, allerdings schon im Entstehen. Menschenrechte in Tschetschenien machen sich doch nicht lächerlich. Meinen Sie, irgendein Tschetschene könnte wie so ein Kosovo-Albaner zu Fuß bis hier kommen, um Hilfe zu bitten? Oder gar um Asyl? Sehen Sie Rudolf Scharpings Menschenrechte da irgendwie in Gefahr? Andere haben gesagt, was ist mit Afrika? Völkermord in Afrika. Der Westen hat irgendwann mit dem Lineal willkürlich Grenzen durch diesen Kontinent gezogen, mitten durch ethnische Gruppen. Jetzt führen die Krieg, mit europäischen Waffen beliefert. Millionen von Toten. Warum macht denn da keiner was? Warum tut da keiner was? Was wollen Sie mit der NATO-Strategie in Afrika? Was wollen Sie denn da für eine Infrastruktur kaputt schießen? Da werfen Sie eine Cruise Missile ab, da haben Sie mehr Geld ausgegeben, als die ganzen Hütten kosten, die da rumstehen. Ja, aber Tibet, haben andere gesagt. Was ist mit Tibet? Völkermord in Tibet. Die Chinesen unterdrücken diese Kultur seit 42 Jahren. Die Menschen werden vertrieben, die Kultur zerstört. Und da haben die Amerikaner gesagt, das sehen wir ein. Tibet ist ein Argument. Chinesische Botschaft in Belgrad, das lässt sich machen. Mit chirurgischer Präzision. Am nächsten Morgen haben sie gesagt, ach, wir hatten alte Karten. Die waren noch aus der Karlszeit, deshalb hat der Clinton dann den Preis gekriegt. Viele wissen bis heute nicht, ob es richtig oder falsch war, die Bomben zu werfen. Die einzigen, die damals diskutiert haben, waren die Grünen. Wissen Sie noch, das letzte Mal, wo die Grünen inhaltlich diskutiert haben? Kosovo-Sonderparteitag, Christi Himmelfahrt, die Spannung vor diesem Sonderparteitag, mitten im Krieg. Was sagt die gewaltfreie, ökologische und sinnlose Partei zum Kosovo-Krieg? Vorher kannte kein Mensch Bielefeld, plötzlich blickte die ganze Welt auf Bielefeld. Bill Clinton saß im Weißen Haus, where the fuck is Bielefeld? And man, what is going on with the Greens in Bielefeld? Die Verantwortung, die auf den Grünen lag, das war unmenschlich. Das hat die ja innerlich zerrissen, haben die fast alle gesagt. Die waren innerlich zerrissen. Ne? Zwischen Kopf und Bauch waren die innerlich zerrissen. Überlegen Sie die Verantwortung. Was wäre passiert, wenn diese 7%-Partei gesagt hätte, ja, wir sind mehrheitlich der Meinung, die Bomberei führt nicht weiter. Wir stimmen dem Ströbele-Antrag zu. Wir fordern einen letzten 48-stündigen Bombenstopp, um noch ein allerletztes Mal ernsthaft zu verhandeln. Wenn die Grünen das beschlossen hätten, wäre alles vorbei gewesen. Der Clinton hätte gesagt, was? Nee, ne? Die Grünen machen nicht mehr mit, alles einpacken, nach Hause kommen, Schluss, aus, vorbei. Hör auf, ruf den Blair an, sag, es ist vorbei. Nee, sag einfach nur, die Grünen machen nicht mehr mit, der weiß ja schon Bescheid. Die Verantwortung! Der ganze Kosovo-Krieg, der hat etwa 80
Nee, 40 Milliarden Dollar gekostet. Da hätten sie jetzt mal knapp so ein paar UMTS-Lizenzen für gekriegt. Man hätte den Milosevic auch tot telefonieren können. Hätten sie den 48 Stunden am Stück mit Sharping telefonieren lassen, der Mann hätte aufgegeben. $25 Milliarden sollte damals der Wiederaufbau in der Türkei nach den schrecklichen Erdbeben kosten. Also für einmal Serbien kaputt schießen. Hätte man die Türkei schon fast zweimal wieder aufbauen können. Und wenn Joschka Fischer jetzt immer so schön rumbrüllt, was war denn die Alternative zu den Bomben, was war denn die Alternative? Ja, Herr Fischer, hätte man während der berühmten Rambouillet-Konferenz die $40 Milliarden in Ein-Dollar-Scheinen über dem Kosovo abgeworfen, die serbischen Milizen wären wahrscheinlich heute noch mit dem Aufsammeln beschäftigt. Und längst bei unserem Einkaufen. Nur, wie ich die Amerikaner kenne, die hätten das Zeug palettenweise abgeworfen. Die Leute totgeschlagen, mit chirurgischer Präzision, klar. So viel zu Rudolf Scharping.